Hallihallo und herzlich willkommen zu Couch Talks, dem Format, wo auf Couches getalkt wird. Kragen richten hier. Mhm. Warum sagst du mir das nicht schon früher? Weiß ich nicht. Muss ja auch schon. Rocks Cosplay completed. Tja, wir sind wieder auf der Couch, so wie jede Woche, und wir quatschen. You don't say. Das ist unglaublich. Haben wir irgendwas ganz Spezielles, über das wir reden wollen? What the fuck, was ist mit dem Mikrofon los? So. Ja, das passt, ja. Haben wir was, worüber wir speziell reden wollen, müssen, werden, tun? Ich bin immer noch der Meinung, dass VR geil ist. Ja. Aber das haben wir ausführlich Aber da gibt es einen ausführlichen Podcast dazu. Was wir schon machen werden jetzt, ja. Das habe ich mir nämlich schon überlegt, habe ich mir das. Oh, und zwar... Was hat er denn da? Also, wir werden jetzt einmal zeigen, wir haben mittlerweile herausgefunden, wir haben so viel Zeug von der Game City mitbekommen, dass wir sehr wohl mehrere Sachen rausgeben werden. Ja. Und unter anderem einen dieser wunderschönen Xbox-Rucksäcke. Es kehrt mehr gespült. Hashtag es kehrt mehr gespült. Yeah. Du musst es immer so machen. Entschuldigung, weil ja. Ansonsten weiß keiner, dass es ein... Hashtag ist. Wir haben hier gleich einmal zu allererst. Wir haben hier gleich einmal. Wir fangen mal mit dem Kleinkram an. Gib's mir nicht, halt's dann in die Luft. Wir haben hier Mauspads. Vom Teufel Truck, der Guitar Hero Live, das neue Guitar Hero, vorgestellt hat. Haben wir hier Merch bekommen, und zwar die rechte Hand des Teufels, für Linkshänder dementsprechend nicht gut geeignet. Ein Mauspad. Zwei ja. Mauspads zum Weitergeben. Zum Weitergeben, selbst verwenden, bla bla bla. Den gebe ich da mal nach hinten. Dankeschön. Sieht man aber eh nicht, wenn es jetzt nicht ins Ja, nein, aber damit ich mehr Platz habe. So, zum Hinlegen. Ein paar kleine Postkarten mit Tearaway-Aufstellern, die kann man rauslösen und die dann, sind. Ich habe irgendwo da hinten eine stehen, aber ist jetzt egal. Es sind ein paar. Es sind ein paar, es ist eine recht nette Kurzbeschäftigung. Ja, es ist nicht so wie Metal Earth-Bausätze, dementsprechend. Ja. Klack, 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 fertig. Genau. Recht lieb. Wir haben auch, und das finde ich besonders cool, ein bisschen Until Dawn-Merch. Ein paar dieser essbaren Gelatine-Augen, glaube ich. Die sind urgut. Gummibonbon. Ich habe nämlich eins bekommen. Eyecatcher Schaumzucker. Die schmecken urgut, aber die sind nicht zum Essen, da sind nur zum Anschauen. Wirklich? Ja, von denen gibt es natürlich auch ein paar. Und ihr könnt euch damit spielen oder sie essen, oh, was ihr immer wollt. Oh. Gott, ist das schlecht. Ja. So, wir haben natürlich auch ein paar von diesen netten Tearaway essbare Armbänder. Ja, mit Uhr. Man kennt das noch. Ich glaube, das ist halt einfach nur, sie haben diese Dinge produziert, weil die gibt's in China ja. Für 2 Cent die ich Kilo. Ich finde die auf jeden Fall sehr cool. Und die gibt's auch. In Haufen, in Massen. In da mehrere. Gibt's dann in jedem Paket einiges dazu. In mehrere? Es gibt auch PlayStation 4 Lanyards. Richtig geile PlayStation 4. Doppelt vernäht mit einer schönen... das ist nicht so ein Arschloch-Karabiner, sondern echt ein schönes Ding da hinten dran. Echt, apropos echt, nicht einfach nur ein Arschloch-Karabiner. Von EA gibt's auch einen Haufen Lanyards. Lanyards. Wer einen EA Lanyard haben will... Der ist bei uns an der richtigen Stelle. Ja. Wir haben nämlich einen Haufen bekommen. Und hier haben wir die besagten Arschloch-Karabiner. was beim, damit ich das den PS4, den kannst du ja. Hinten wegnehmen. Ja. Damit du ihn dir auch umstecken ja. Kannst, wenn du einen Helm auf hast. Wir das nicht. Haben auch noch ein paar so kleine, diese typischen Sportarmbänder. Man kennt sie, diese Gummiarmbänder schon. Sport? Was mache ich? Ich weiß es nicht, aber die heißen halt Sportarmbänder. Keine Ahnung, ohne warum. Scheiß. Ja. Ja, ihr kennt noch diese komischen Motivational Armbänder, die es zeitlang mal gab, und das ist halt ein PlayStation Armband im selben Stil. So. Aus Gummi zum drüber ziehen. So, was man halt mit Gummis macht, ne, zum drüber ziehen. So, wir haben unter anderem auch, wir haben ein paar nette, Teufel Sonnenbrillen, die. Soll ich mal eine aufsetzen? Setz mal keine auf. Die explizit gut ausschauen, meiner Meinung nach. Explizit gut ausschauen, Teufel Unisex, Unisize. Die sind nicht so schlecht, finde ich. Wir haben noch ein paar... Oh, jetzt, das schaut aber echt nicht gut aus. Ja. Ich glaube, ich sollte mir so eine Brille zulegen. Wir haben auch ein paar von diesen etwas kleineren, aber netten. Ich habe mittlerweile auch schon einen am Schlüssel. Ich habe auch schon einen am Schlüssel. Guitar Hero Live Schlüsselanhänger, also ein richtiges Black mit einem kleinen Loch drin, das am Schlüsselanhänger hängt. Ja, das ist recht nett. Recht cool. Wir haben auch ein paar Teufel Ohrstöpsel für laute Nächte. Die sind richtig gut.
und ein paar von diesen Anhänge, Umhänge, Flaschenöffnern, die man unter anderem aber auch als Schlüsselanhänger verwenden kann. Ja, natürlich. Aber wer kennt das nicht? Man ist unterwegs und braucht einen Flaschenöffner und nimmt immer das arme, entweder Handy oder oder man nimmt das Feuerzeug. Man kann auch eine Zeitung nehmen, jetzt weiß ich auch, wie es geht. Ja. Ja, man muss das nur falten und dann hochkant nehmen. Super. Kann man auch auseinander machen und wieder zusammen. Es gibt übrigens auch ein paar Teufel-Gutscheine und ein paar Guitar Hero Libro-Gutscheine, falls das wen interessiert. Die kommen auf jeden Fall mit ins Paket. Ja. Libro-Gutschein für Guitar Hero 5 Euro billiger beim Libro. Ja. Das Neue, was halt dann jetzt rauskommt. Wir haben außerdem ein paar Fallout 4 macht es ja richtig geil mit ihrem Marketingplan. Sie machen nicht irgend so ein scheiß Spiel wie alle anderen. Sie machen ein richtig cooles Spiel, wo das sich süchtel auf meinem Tablet. Und machen dazu eine Sticker-Kollektion der Special-Attribute, also Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility and Luck. Und da gibt es einen Daumen nach oben. Das Paket ist auf jeden Fall voll. Außerdem hier übrigens an der Stelle, das sind die Codes für World of Tanks tatsächlich. Die gehen aber allerdings nur mit einem neuen Account. Nicht nur für das World sind, of Tanks, auch... Nein, die sind nur für World of Tanks. Die sind nur für World of Tanks? Ja, steht zumindest da drauf. Habe ich heute schon überprüft. Okay. 7 Tage Premium, wer anfangen will zu spielen und ein bisschen einen Headstart haben möchte, der kann das gerne mal für 7 Tage ausprobieren. Schreibt uns einfach eine persönliche Nachricht und ihr kriegt den Code dann von uns drüber. Ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit. Ja, natürlich. Wir fotografieren euch, wir machen es auf, fotografieren natürlich euch. Bekommen die Gewinner des Giveaways natürlich auch von den Karten welche mit zum Weitergeben und zum selber verwenden. Steht auch drauf, wenn du schon einen Account hast, kannst du es gerne einem Freund schenken. Ja. Wir haben extrem viel davon bekommen, wirklich einen Arsch voll. So, es gibt auch ein paar so kleine... Nüsse, das sind Nüsse. Nüsse von PlayStation. Knickknacks im Endeffekt. Ja. Ganz nett. Das Paket ist auf jeden Fall noch voll mit Augen und Armbändern und allem möglichen und Lanyards, vor allem so viele Lanyards. Ultra viele Lanyards. So, das kommt jetzt erstmal alles wieder ins... Das ist das Paket? Ist das Hauptpaket oder ist das... Nein, einfach nur... In die Pakete werden lauter Kleinigkeiten davon aufgeteilt, in die verschiedenen, und die gibt's dann... Zu den Paketen dazu gibt's dann was ganz anderes noch. Oh. Nämlich die Sachen, wo die Leute wahrscheinlich wirklich drauf warten. Oh. Was könnte das wohl sein? Ich hab keine Ahnung. So, in den Haupt... Ich red nach hinten, es ist besonders gut. in den Hauptpaketen, also die Hauptattraktion in den Paketen, sind tatsächlich T-Shirts. Aber und nicht nur T-Shirts, sondern auch unter anderem noch eine verpackte Fallout-Maske. Nein, ihr kriegt nicht die von uns angehörten. Ja. Einer darf sich auf jeden Fall über eine verpackte Fallout-Maske freuen. Schaut überhaupt nicht creepy aus, wenn man das im Bett aufhat. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten das geschrieben, der darf sich jetzt nicht. Außerdem gibt's auch noch jemand, der sich über eine echt wertige PlayStation 4 Karte freut. Der Stoff ist genial. Also von die Farbe finde ich super, sogar noch mit Ding drin. Karton. Also es ist auf jeden Fall keine 0815. Ja, vor allem nicht mit dem Plastik hinten, sondern das ist schön zum Schließen. Das ist wertig. Hatte ich auch schon eine auf für die... aufmerksamen Zuschauer da draußen und wir haben einen Arsch. Ja, warte. Wir gehen das alles. Wir haben beide einen Arsch. auf dem wir gerade sitzen. So, außerdem darf sich natürlich derjenige, der das Paket mit der Fallout-Maske kriegt, darf sich natürlich auch über ein Fallout 4 T-Shirt freuen. Ja. Das ist in einer relativ großen Größe, ich glaube XL. Nein, L. Aber es mutet XL fast schon an, teilweise, also im Schnitt. So, außerdem ein recht cooles Teufel Guitar Hero Shirt. Das hat auch eine Rückseite, wir lassen es allerdings noch verpackt. Ja. Da steht dann Rock the Block, glaube ich, drauf. Rock the Block, ja. Ich glaub, oder Rock Man Block. Und auf dem Ärmel oben drauf ist Guitar Hero Live Black Logo, was ziemlich cool ist. Außerdem, ja, es ist ein Wahnsinn. Es werden auch noch einige, ich werde jetzt nicht sagen wie viele, weil ich möchte es jetzt nicht durchzählen, für in M... Und einem Ladies Cut, wobei ich das M selber auch schon getragen habe. Ladies M Cut. Ich habe das M tatsächlich getragen und es ist ein normales T-Shirt. Gut, man muss dazu sagen, der liebe Jaden hat nicht den Oberkörperbau eines Mannes, weil seine Extremitäten sind einfach viel zu lang. Viel zu lange Beine und Arme für seinen Oberkörper. Das ist richtig.
das, also mir persönlich, wenn jemand ungefähr meinen Körperbau hat, dann kann er auch das M tragen, wenn er gerne engere T-Shirts trägt. Also ich nicht. Ja, aber definitiv. Wir haben deshalb auch XL-Shirts. In Men's Cut oder beziehungsweise ja. Unisize. Genau. Unisex. Ja, ich nehme da jetzt gleich mal eins von den XLs raus, dann kann man das wahrscheinlich am besten sehen. Ja, gibst du? Ich zeig so, das. So, bitteschön. Und zwar haben wir die nämlich bekommen von Wargaming. Das ist recht cool, vor allem weil da oben hast du das Wargaming-Logo noch. Genau, Wargaming.net. Für alle, die nicht wissen, wer sich hinter dieser Firma verbirgt, das sind die Spielehersteller von World of Tanks, World of Warplanes und World of Warships. Und was ich besonders cool an dem T-Shirt finde, ist, das Logo ist aus den ganzen Ländern tatsächlich, ja. Aus den ganzen Weltländern kreiert. Österreich habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut. Aber Serbien, Skubnost, Republic of Ireland. Finde ich auf jeden Fall extrem cool. Czech Republic, Netherlands. Die T-Shirts schauen auf jeden Fall alle genau so aus, nur in unterschiedlichen Größen und auch da werden einige rausgegeben. Also, yep. Um noch einmal dazu zu kommen, wie könnt ihr was gewinnen? Das ist relativ einfach. Erstens einmal von den Wargaming-Shirts werden einige davon nicht nur einfach verlost, sondern die werden dann in Zukunft auch an Gast-Noobs vergeben. Yep. Leute, die zu uns kommen und mit uns zocken, die kriegen dann auch ein so ein nettes Shirt mit. Das ist natürlich auch ein Angebot, das extendet sich auf die Leute, die bereits da waren, die bekommen auch eins mit. So, zum extended. Gewinnen. Ist das nicht unterbracht? Ja. Ja. Zum Gewinnen gibt's Folgendes zu sagen. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, so genaue Restriktionen dafür, beziehungsweise Kriterien dafür gibt's nicht. Ihr sollt einfach nur weiterhin so gute Zuschauer bleiben, wie ihr seid. Wenn ihr was kommentieren wollt, kommentiert ihr es und wir schauen uns einmal einfach so an, wie regelmäßig einfach die Response kommt. Aber Jaden, das ist ja total unindividuell und voll Schiebung und so. Ist es aber überhaupt nicht. Eh nicht. Ja, ja, aber ich wollte nur das einmal einwerfen. Außerdem, ihr seht, es ist genug Zeug da, dass unsere Zuschauerschaft auf jeden Fall was zusammenbekommt. Wir könnten so machen, wir könnten jedem was geben, der zuschaut bei uns, jeden Abonnenten was geben. Oder wir gehen her und sagen, hey, wir geben nur ein paar davon was, aber dafür mehr. Und dann freuen sich die Paar. Wenn ihr theoretisch, ja. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben da jetzt dann ein Fallout-Paket, ein Teufel-Paket, ja. ein Guitar Hero-Paket und halt die Wargaming-Sachen auch noch. Wenn ihr spezielle Präferenz gegenüber etwas davon habt, dann sagt uns das bitte in den Kommentaren, ja. Weil dann werdet ihr in denselben Pool mit den Leuten, die da Präferenz für was Bestimmtes haben, reingeschmissen. Wenn das schließt euch übrigens dann nicht aus für einen anderen Gewinn, solltet ihr trotzdem gewählt werden. Das heißt nur, wir losen dann zwischen den Leuten, die etwas speziell gerne haben wollen, da losen wir zwischen denen dann aus und danach gibt es dann eben noch immer ein Paket, wenn der trotzdem noch im Gewinnerpool ist. Ganz genau. So, das war so viel dazu. Wir werden diese Woche auch nicht, Frosch im Hals, wir werden diese Woche auch nicht allzu viele Kommentare durchgehen. Das meiste haben wir tatsächlich eh schon beide immer wieder beantwortet und teilweise beantwortet, teilweise einfach schon Konversationen sich entwickelt. Wir haben jetzt momentan noch relativ viel Stress mit den Nachwehen der Game City, wie ihr sicherlich gesehen habt. Ja. Da wird noch immer fleißig produziert. Täglich kommt jetzt immer ein extra Video raus, wo entweder ein Interview oder ein Beitrag oder sonst irgendwas dabei ist. Mhm. Dementsprechend... Es man muss dazu sagen, es war leider nicht möglich, wie beim letzten Jahr, dass wir hergehen und gleichzeitig Live-Videos raufstellen, während wir auf der Game City sind, weil das war ein bisschen umfangreicher dieses Jahr, wesentlich mehr umfangreicher. Und kontrollierter. Und geplanter. Dementsprechend ist es nicht ganz so leicht, wenn man den ganzen Tag auf der Game City ist, dann heimkommt, Sachen kopieren, machen, es geht nicht, weil man muss dann auch wieder ein bisschen schlafen gehen, damit man dann in der Früh am nächsten Tag aufstehen kann. Es funktioniert nicht alles, deswegen bekommt sie jetzt Stück für Stück alles, was wir haben. Ja. Oder? Richtig, ja. Until Dawn, die zweite Session mit dem Vulkart, wurde übrigens jetzt auch schon aufgenommen mittlerweile. Oh. Und heute sogar schon das erste Video, also an dem Tag, wo wir das jetzt aufnehmen, habt ihr schon zwei neue Videos von der neuen Session gesehen. Oh mein Gott, da könnten jetzt Zuschauer herausfinden, dass wir das am Samstag aufnehmen. Unglaublich. Oh mein Gott. Ja, auch wir brauchen hin und wieder mal ein bisschen Vorlaufzeit. Das muss ja auch irgendwer schneiden und bearbeiten und dann rausbringen. Wenn ihr ein guter Editor seid und gerne für uns arbeiten wollt, frei entgeltlich sozusagen. Ehrenamtlich. Ja, ehrenamtlich. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Eigentlich nicht, wir machen das eh gerne. Ja, ich wollte es gerade sagen, entweder er ist so gut
viel besser als wir und macht es gratis, was ich nicht glaube. Oder ihr sagt irgendwer, ja cool, ich will das machen, der es noch nie gemacht hat. Vor allem die Arbeitsschritte, das dann alles an denen hinzuschicken, wenn es fertig immer aufgenommen ist, die würden den ganzen Prozess noch so um so viel Nein, verlängern. Er schlaft dann da einfach. Also er schläft auf meinem Teppich. Ja, ja. Okay. Den musst du aber dann sagen, der ist ein bisschen. Ja. Wir heißen. Soll man einen fleißigen Kommentierer willkommen zurückheißen? Kannst du gerne machen. Shining Flame, welcome back. Schönes Bild übrigens. Ja, Shining Flame hat sich tatsächlich um mein Profilbild auch gekümmert, was genau. Ich sehr nett finde. Kannst du mal mit Little Silent Heart reden? Ja, genau. So ein kleines, sprachloses Herz. Ja. Aber unter anderem wollte ich sowieso noch dazu sagen, geil, Leute, danke, dass ihr so fleißig am Kommentieren seid. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wieder ab. Wie Schmidts Katze, wirklich. Also, ja. du drehst in der Früh den PC auf und es sind schon wieder zack, 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 zack. Super, geil, echt cool. Das finde ich toll, weil das haben wir nicht so Erinnerung gehabt. Ich kann mich erinnern, wie wir unseren Channel gestartet haben. Da war auf einem von 50 Videos mal ein Kommentar drauf. Hey, cool. Wir wollen vor allem unter anderem einmal die ganzen Neuabonnenten begrüßen, denn in den letzten 3 Wochen ungefähr hat sich unsere Abonnentenzahl mehr als verdoppelt. Und das finden wir awesome. Ja. Herzlich willkommen bei den Couchschnupsen, meine Lieben. Das ist so eine familiäre Runde und ihr dürft euch jetzt dazuzählen. Was ich auch sagen wollte ist, ja, dieses Mal gibt es tatsächlich kein Strawball, genauso wie beim letzten Mal, wir sind noch ein bisschen im Stress, aber das mit den Troll-Questions läuft noch. Natürlich. Und wir haben aber auch schon 4 Stücke bekommen. Ja. Also es wird dann bald tatsächlich ein Troll-Hour-Video geben. Ja, aber mit 4 Fragen machen wir noch keins, das wäre viel zu wenig. Ich habe mir schon über die Fragen so Gedanken gemacht, da kann man schon ausführliche kleine Sketches drumherum bauen. Also. Okay, gut. Also mal schauen, wie das wird. Wie gut, dass ich das jetzt auch weiß, ja, was schon du geplant hast. Eine Kleinigkeit, die man auch noch dazu sagen kann, also Kleinigkeit ist es eigentlich keine, wir wurden schon wieder als Let's Player des Monats nominiert vom lieben LPS. Ja, sehr schön. Das wird dann hier jetzt auch verlinkt. Es ist übrigens hier das Ende des Videos tatsächlich, man möchte es kaum glauben. Echt? Wir reden hier schon wieder lang genug. Ja? Ja. Er weiß es nicht, weil wir gerade keine Timer haben. Ja, ich suche gerade die Uhr, aber... Aber wir wurden wieder zum Let's Player des Monats nominiert. Eine Sache möchte ich schon dazu sagen, das habe ich auch schon zum lieben Prox gesagt. Und da ist auch meiner Meinung nach, ich möchte euch jetzt nicht noch einmal dazu anstiften, dass ihr jetzt wie die Wahnsinnigen kommentieren geht, weil es hat gereicht, dass ihr uns einmal echt wirklich volle Wäsche nach vorne katapultiert habt damit. Natürlich, wenn ihr uns helfen wollt und das für uns machen wollt, sind wir euch ultra dankbar. Der Link zum Video ist eh da, wie immer, einfach nur Couchnups kommentieren und Gutes. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen ausschmücken, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. Aber wenn ihr davon jetzt auch schon wieder die Schnauze voll habt, verstehen wir das und wir verlangen es auf jeden Fall nicht. Es wird jetzt nicht jedes Monat, hey, votet für uns! Hey Leute, votet für uns! Ja, wirklich, es war auch für uns sehr überraschend, dass wir tatsächlich noch einmal wir haben gedacht, das ist eine einmalige Geschichte, nominiert und gut ist, aber wir scheinen auf jeden Fall beim lieben LPS so gut anzukommen, dass der da nicht locker lässt, bis wir es nicht geschafft haben. Ich glaube auch. Bis wir nicht endlich Let's Player des Monats sind. Was ich nett finde, an dieser Stelle vielen Dank, ich weiß, der liebe Phenomix zieht gerade um, weil er wegen einem Studium, glaube ich, Stadt wechselt und da ist gerade viel Feuer am Hut sozusagen. Deshalb hat er da auch gerade ein bisschen einen Stress. Von unserer Seite, er wird es wahrscheinlich eh nicht sehen, so wie ich ihn kenne, er hat immer ein bisschen zu viel Stress, aber von unserer Seite auf jeden Fall einen angenehmen Umzug noch weiters und vielen Dank für die erneute Möglichkeit. Ja. So, das war's dann auch schon soweit von Couch Talks Nummer 6, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wir waren wie immer da. Prox und der Jaden. Yay! Und das nächste Mal bei Couchtalks gibt's wieder vielleicht ein bisschen ein geordneteres Couchtalks. Ja, das war ja geordnet. Er war eh geordnet. Im Rucksack. 2 Rucksäcke. Okay. Das nächste Mal bei Couchtalks ohne Rucksäcke. Schau mal.